Also hier noch nicht so ganz. Aber, ja, wir haben mit der Belladonna O'Brien ja ein bisschen Terraforming betrieben. Ich denke mal, das habe ich auch. Ich habe da auch in der Aufnahme drüber geredet, oder? Bestimmt. Bestimmt. Hier. So, und damit wieder herzlich willkommen hier bei Minecraft SimCity. Warte mal ganz kurz. Lautstärke ist irgendwie ein bisschen leise, keine Ahnung. Ich lasse einfach, okay, jetzt passt es eigentlich. Gut, ja, jetzt sind wir wieder mal Minecraft SimCity und ich muss mich jetzt erstmal wirklich wieder an das Aufnehmen gewöhnen. Also letzte Zeit, also ich habe jetzt eine ganz kurze Pause gemacht. Februar 2. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt auf den, zurückgesetzt auf den, auf Dingens da, wo wir, ja, letzte Mal mit Bild gespielt haben, weil die letzten drei Folgen waren ja Hörbuchfolgen, weil es massive Probleme gab. Wow. Und ich hoffe, diesmal treten sie nicht auf. Sie sollten eigentlich nicht auftreten, wenn alles richtig läuft. Und ja, jetzt sind wir endlich wieder hier in Minecraft SimCity, wieder mit Bild. Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen enttäuscht von mir selbst. So. Zack, zack, zack. Und ja. Wie gesagt, ich hatte eine ganz kurze, ich sag mal, Künstlerpause, also weiß nicht, war Wochenende auch nicht zu Hause und dann, ja, hab ich mir, komm, mach's einfach mal, hast jetzt den Stress hinter dir alles und so, kannst jetzt einfach mal machen und ja, jetzt sind wir wieder hier im Minecraft SimCity und das mit der letzten Aufnahme war wirklich sehr ärgerlich, ich entschuldige mich nochmal dafür, es war sehr, sehr ärgerlich, ja, aber ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach weiter, aber ich muss trotzdem noch ganz kurz was dazu erwähnen, denn, ja, ich muss halt das Mikrofon mal höher stellen. Warte mal. Hier, mein externes Festplättchen hier. Zack. So, schon viel besser. Und ja, zack. Was wollte ich sagen? Ja, letztes Mal ist es hier am Ende abgestürzt, Gott sei Dank. Von daher haben wir nämlich nur drei Hörspielfolgen gehabt. Ja, aber das Problem war, ich habe dieses Problem wieder einmal nicht in den Griff bekommen. Es hatte wieder mit diesem anderen Block da hinten zu tun. Erst habe ich das irgendwie hingekriegt, dass der da nicht mehr weiterbaut. Das musste ich erstmal unterbinden. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt bestand dann darin, dass ich diesen anderen Block irgendwie entferne. Das muss ich mir für die Zukunft merken. Ich muss ihn in mein Inventar packen und einfach slash clear machen. Dann geht's direkt. Da muss ich nur aufpassen, dass ich halt die anderen Items vorher rauslege. Aber wenn ich dann irgendwie mit der Maus schon über das Item fahre, über dieses Item Unnamed Block, ich habe keine Ahnung. Aua. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Aber wenn ich mit dem Maus, selbst mit der Maus drüber fahre, stürzt Minecraft schon ab, weil er die Information dazu einfach nicht laden kann. Warum baue ich das ab? Das war doch richtig. Mensch. Du kleiner Crazy Guy. Machen wir so. Dann ist es auch wieder annähernd schön. So, jetzt kommt er weg. Das wollen wir ja nicht. Und irgendwie backt meine Textur mit dem Shader. Oh, weil unter den Blättern ist irgendwie alles durchsichtig. Keine Ahnung warum. Ist da unten ein Lavasee? Warte mal. Man muss ja ein bisschen Bug-Using Venture benutzen. Da unten, ne? Da. Ah, ich sehe dich doch. Naja, gut. Ist ja auch nicht so wichtig. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir ja noch, ja genau, die Mailbox. Pass mal auf, wer wohnt hier eigentlich nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. So, Red Curly Nugget, stimmt. Das war doch unser Holzfäller. Mensch, ich war zu lange nicht mehr hier. Und irgendwie? Machen wir mal so, komm. Dann ist er auch flüssiger. Schön, gut. Ja, jetzt sind wir da hier. Straße. Müsste ich theoretisch auch mal weiterbauen. Dann aber auch per Hand. So, und ich würde sagen, wir helfen ihm jetzt einfach ein bisschen, damit er das nächste Haus fertig bekommt. Weil ich möchte jetzt wirklich ein bisschen Gummi geben, sage ich mal. Und hier als erstes würde ich mal sagen, ich mache erstmal dem ein bisschen Platz. Der hat hier so viel Schrott drin, was der alles gar nicht gebrauchen kann. Oh, jetzt ist es ungewohnt flüssig, ne? Also das kann er alles gar nicht gebrauchen und deswegen helfen wir ihm ein bisschen. Ja. Ich hatte in der letzten Aufnahme tatsächlich das Glück, dass ich viel zu erzählen hatte und fast die ganze Stunde nur durchgelabert habe.
und ja, so Sachen wie der Massive Mountain gemacht habe, weil das ist ja eh nicht so interessant zum Begucken. Zum Begucken, zum Angucken ist es ja eh nicht so interessant. Und von daher war das, ich sag mal, Glück im Unglück, dass das so kam. Aber naja, es war trotzdem nicht schön. Aber naja, ich wollte diese viele Rederei jetzt nicht irgendwie weghaben oder so. Also, sollte schon auf Aufnahme sein. Ey, so, was ist das denn? Mailbox, auch nicht schlecht. Kommt aber weg. So, gut. Dann geht's wieder ab zurück. So, ja, was kann ich mal zeigen? Ja, hier kann ich mal ein bisschen zeigen. Das haben wir alles ein bisschen geklärt. Also hier noch nicht so ganz. Aber, ja, wir haben mit der Belladonna O'Brien ja ein bisschen Terraforming betrieben. Ich denke mal, das habe ich auch. Ich habe da auch in der Aufnahme drüber geredet, oder? Bestimmt. Hier können wir hier noch ein bisschen machen, damit es auch annehmbarer aussieht, sage ich mal. So. Aber ich will jetzt nicht wieder terraformen die ganze Zeit. Den ganze Zeit, auch vor allem auch schön. Nee, lieber nicht. Ich mache das jetzt nur, weil ich das gerade sehe. So. Und dann kann man das hier noch ein bisschen zufühlen. Es ist immer so, wenn man den kreativen Fluss hat, dann muss man ihn auch laufen lassen. Das ist halt so im Leben. So, Massive Mountain haben wir jetzt auch, wie gesagt, viel geschafft. Ich bin ein bisschen stolz, dass wir das ja hinter uns haben. Und ja, gut. Dann geht es jetzt auch hier so weiter. So. Ich kann nicht aufhören, ne? Gut, okay. Ja, hier sieht es halt jetzt so aus. Sieht halt jetzt recht natürlich eigentlich aus. Nicht so wie vorher, die ganzen Löcherlines sind alle weg. Alles etwas natürlicher geformt, gestaltet und so weiter. Ja. Lecker. Lecker. So. Ja, gut. Ich würde sagen, ja, dann gehen wir jetzt einfach zurück, bringen dem das Holz, damit er jetzt endlich mal weiterarbeiten kann. So. Zoom mich mal ein bisschen ran. Weil, ja, es geht recht schleppend voran, finde ich. Also wir sind jetzt 170 plus, ne? Also wir haben jetzt in der Staffel schon 70 Folgen hinter uns, haben wir jetzt 3 Häuser. Ich habe schon vermutet, dass es langsam vorangeht, aber ich wollte ja ein paar Systeme entwickeln, damit es schneller geht, pipapo. Aber dafür brauchen wir erstmal einen kleinen Grundstamm, ne? So. Zack. Pass mal auf, schmeiße ich ganz kurz weg, damit ich eben craften kann. So, die Hälfte packe ich mal da so rein. Dann das und dann nehme ich das und dann noch hier so ein bisschen. Ich mache in der Kiste Platz. In der Kiste ist schon, seit das erste Haus gebaut wurde, nur noch Müll drin. Ganz komisch, was ich hier veranstalte. So, Lagerungssystem brauche ich auch bald, wenn ich dann auch mein Residenzial habe, mein eigenes. Bei Minecraft Bitcoin, meine Bürger gehen immer vor. So, ich kann auch nicht... Kann ich nicht missen. Okay, dann machen wir es halt einzeln. Haben ja sonst nichts zu tun. Irgendwie muss man das Let's Play in die Länge strecken. Wenn nicht so wie dann. Gut. Kohle, Kohle. Ja, und meine Spitzhacke ist jetzt wieder voll. Das tut mir ein bisschen leid. Und das Inventar ist halt auch noch gleich geblieben wie vor dieser Aufnahme. Ich hoffe, das ist für euch kein Problem. Also... Die Alternative wäre gewesen, Minecraft SimCity Projekt abbrechen. Easy, einfach abbrechen. Naja, gut. Ich will aber jetzt nicht alles hier rausnehmen, weil manche Sachen kann er bestimmt noch gebrauchen, aber sowas zum Beispiel nicht. Kohle höchstwahrscheinlich auch nicht. Zaun kann er gebrauchen. Der ist ja schon relativ weit, ne? Wenn ich die hier bauen lasse, die Gebäude, dann brauche ich auch gar nicht mehr hier abreißen. Das ist auch der Vorteil. Wenn du das mal anguckst hier, hat er alles selbst abgerissen. Eigentlich praktisch, muss man ja mal sagen. Sondern wehe, ich kann die Treppen hier nicht drehen. Wenn ich die wieder nicht drehen kann, dann bin ich sauer. Dann bin ich äußerst wütend. Also das wäre sehr ätzend. So. Ein bisschen Platz müssen wir doch noch selbst machen. Das bleibt leider nicht aus. So, aber ich komme ja gar nicht dran. Mensch. Ich muss in der Richtung sowieso wieder... Ah, ein bisschen höher noch gehen, haben wir schon einmal gemacht. Aber noch ein... Oh! Oh, es ist fertig! Juhu. Bitte lass mich drehen! Ja, es funktioniert! Ja! Juhu, keine Speed-Folgen würde ich eh offscreen machen anstatt Speed, aber trotzdem ist es fertig! Endlich, das schöne Haus ist fertig! Fertig! Fertig!
fertig. Pferd, 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 fertig. Schön, schauen wir uns mal an. Hä? Du bist nicht... Du... Hä? Du bist ganz und gar nicht fertig. Hä? Der ist nicht fertig. Junge, du hast das Dach vergessen. Hä? Wie kann der... Warte mal. Wie kann er einfach das Dach vergessen? Hä? Warte mal. Das war amerikanisches Haus 5, ne? Das verstehe ich jetzt nicht. Das musst du nochmal machen. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt wieder die World-Datei neu geordnet habe und alles und die World irgendwie durch kostspielige Tricks wieder zurückbekommen habe. So, ist ja auch immer sehr anstrengend eigentlich. So, kann natürlich daran liegen, ich bin mal gespannt. Hoffentlich stürzt Minecraft jetzt nicht ab oder so, ich traue dem Spiel ja alles zu. Ah, guck mal, da rechts seht ihr, baut er schön. Das Problem könnte jetzt nur werden, dass wir bereits die Stairs rotated haben. Und die neuen dazu jetzt mit rotated werden. Das wäre sehr ungünstig. Mist. Mist, hätte ich vorher dran denken müssen. Naja. Gut. Machst du nix. So. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ob die hier Hunger haben oder so. So, Wandering. Schauen wir mal. Ah, Junge, was soll das? Ein bisschen das hungrig. Tat weh. So, well fed und der andere hat bestimmt Hunger. Bist du so dumm, um den Baum noch zu bauen, in dem du drin steckst? A little hungry. Okay, dann gebe ich dir auch ein bisschen. So. Bald kann auch schon der Nächste in sein Häuseli einziehen. My friends. Gut. Wir haben jetzt zwei Häuser, ne? Zwei fertige Häuser. Wenn ich das jetzt fertiggestellte noch nicht als fertig ansehe, sind es zwei fertige. Dann passt das mit den drei Einwohnern auch. Dann wird der nächste hier einziehen. Aua. Und dann kommt der nächste Bewohner. Und wir gehen ins Bett. Gute Nacht. Also erstmal durch die Tür und dann auf die Druckplatte und dann hoch die Leiter und dann nochmal aufs Datum gucken. 3. Februar und dann ab ins Bett. Ja, Partition habe ich auch geändert, ne? Das habe ich schon im Minecraft Bitcoin-Projekt gesagt. Ja, und die alten Minecraft-Sounds, die habt ihr ja noch gar nicht so gehört, ne? Die habe ich jetzt auch in meinem Resource-Pack drin. Hört man zum Beispiel auf der Wiese oder hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich hierher Schnauze. Gekommen bin. Das sind halt die alten Minecraft-Sounds oder die Türen öffnen und so weiter. Ist ein bisschen nostalgisch, gefiel mir. So, a little hungry, Alter. Wie schnell du immer hungrig wirst, mein Freund. So, ja, ich lasse dich erstmal hier. Ich muss erstmal überlegen, wie ich die Straße hier fortführe. Das mache ich jetzt erstmal lieber per Hand und mein Headset ist aus. Oh ja, okay. Okay, alles klar, alles fresh. Gut. Jetzt sind wir die alten Marotten am Start. So, ja, jetzt überlegen wir erstmal, wie wir die Straße hier fortführen. Also das kann ich ja theoretisch abreißen. Weil da kommt dann irgendwann der Asphalt hin. Aber ich will halt erstmal... Ich lasse es erstmal so. Und bring erstmal die Struktur rein. Dann kann man sich halt besser danach richten, weißt du? Und ich liebe es ja, Wege zu bauen. Weil Wege und Straßen... Ja, die bringen halt einfach Struktur in die ganze Sache. Und das finde ich halt toll. Naja. Gut, da sind wir auch schon wieder. Wie gesagt, jetzt schnelle, leichte, amüsante... Cuts. So, gut. Bis das neue Mic kommt, dauert es ja noch ein bisschen. Ich habe ja überlegt, mir das Rode Podcaster oder Procaster zu holen, aber ich hole es wahrscheinlich doch nicht. Sondern, wie heißt es nochmal? Electro Voice, irgendwas. Das ist auf jeden Fall deutlich besser als das Rode Procaster und Podcaster sowieso. Das gefiel mir echt. Das werde ich mir, glaube ich, auf jeden Fall zulegen. So, jetzt müssen wir uns hier drum kümmern. Ja. Ich hoffe, der rotated die anderen Stairs nicht mit, nur die neu gebauten. So. Jetzt muss ich ausnahmsweise hoffen, dass der bewegt ihn mit. Nein. Verdammt, ich muss doch wieder offscreen was machen. Ist gar noch. 1, 2, 3. Jetzt stimmt's hier aber das Neugebaute nicht mehr, ne? Och nö. Naja, ist nicht ganz so viel. Das kriege ich irgendwie hin. Naja, okay. Gut.
Machen wir hier weiter, weil das nächste Gebäude kommt auf diese Seite. Ja, komm, machst du nichts. Ist nicht so schlimm. Jedenfalls werde ich mir das, ich habe vergessen, wie es heißt. Den genauen, Namen habe ich vergessen. Jedenfalls ist es ein Elektro-Voice, ist sehr bekannt in Amerika eher. So ungefähr wie das Procaster hier so bekannt ist. In Deutschland ist das Elektro-Voice eher so in Amerika. Und es gefällt mir einfach sehr. Das habe ich mir schon vor ein paar, Monaten mal angesehen. Und dachte mir, irgendwann ist das das krasseste Mic, was du dir holst. Selbst wenn du das Procaster mal übersteigen willst. Und da ich ja irgendwie vorhabe, direkt mir das Mikrofon für die Zukunft zu holen, für die Ewigkeit quasi, habe ich mich dazu entschieden, wahrscheinlich das zu holen. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Und ich gehe zu nah an die Küste. So. Aber eventuell wird es das. Das ist natürlich eine Preisfrage, kostet ja auch immerhin 290 Euro, glaube ich. So, jetzt schauen wir mal. So, hier ist die Küste. Man muss ja auch gucken, ich muss ja mal in eine Linie gehen, ne? Ach ja. Dann sollte ich von hier aus gehen, ne? Weil dann kann ich die beste Linie ziehen. Muss ich dann vielleicht ein bisschen hier quer gehen, aber ich glaube, hier ist so ein ganz guter Punkt. Für die äußerste Außenkante. So, dann richten wir uns einfach mal danach. Mist, der fliegt ja jetzt hier nicht so rum, ne? So, ungefähr hier so, ne? So, hier ist die äußerste Außenkante. Machen wir das so. Können den Punkt wieder löschen. Zack. Weg. Ach ja, die Waypoints sind übrigens auch alle gelöscht. Und so wie auch die Karte, die wir bisher so generiert haben. Schön, ne? Naja, ist jetzt nicht so tragisch. So. Gut, dann schauen wir mal. Ein bisschen weiter würde ich noch gerne gehen. So bis hier. Sollen wir dann so eine kurvige Straße machen oder so eine einfach so zack, zack, Ecke, Ecke? Oder wie, genau? Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie auch, habe ich das vorbereitet? Das ist ganz lange her. Special. Ne, ich habe nur die geraden Straßen. Ja, toll. Schwierig. Kannst ja einfach mal versuchen, jetzt irgendwie so eine Querstraße zu machen. Dann mache ich das aber doch hier so und dann fängt das hier so an. Das ist schwierig, ne? Das muss erst so langsam anfangen. Dann mache ich das so. Oh, uiuiui, das ist echt schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so hinkriege. So. So, machen wir zwei. So, hier wieder zwei. Der kommt mal aus dem Weg, der stört mich. So, dann fangen wir jetzt mal mit eins an. So, Einser. So, also hier haben wir jetzt, warte mal, ich bin gerade echt verwirrt. 1, 2, 1, 2. So, 1, 1, 1. Also 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, dreimal die 1. Pass auf, machen wir viermal die 1. Und dann machen wir die 2, aber aus der anderen Richtung. Sondern hier 2 und 2. Every little symbol, every little sign tells me something different.
Every little sign tells me something different every single time. I can tell it's secret, not for me to know. Give me what I need and I will let it go. Give me what I need and I will let it go.